kein Mensch dran geglaubt, was da passiert ist. Nicht mal der kühnste Optimist. Ralf Rangnick. Von Hannover hat er bislang noch nicht viel gesehen. Immerhin, die Altstadt kennt er inzwischen. Für vieles andere fehlte ihm noch die Zeit. Im Museum für Hannoversche Geschichte reizt ihn ein interessantes Thema. Ralf Rangnick ist ein Mensch, der gerne dazulernt. Die glanzvollsten Zeiten der Stadt liegen schon ein bisschen zurück. Das Königreich Hannover hatte im Fuhrpark einiges zu bieten. Hier erfährt der Trainer zum Beispiel, dass vor über 200 Jahren der Prinz of Wales, Georg IV., nachdem er König geworden war, in einer goldenen Kutsche jahrelang durch Hannover fuhr. Man ist hier ebenso stolz auf die Vergangenheit der Stadt wie auf den Traditionsverein. Ja, was sehr auffällig ist innerhalb der Stadt, ist, dass sehr viele Menschen hier wirklich auch sich identifizieren mit Hannover 96, auch mit Fiebern. Mirko Slomka hat mir das jetzt auch wieder bestätigt bei unserem letzten Spiel in Duisburg, dass wirklich in Lokalen sehr viele Menschen dann nachgefragt haben, weißt du schon, wie steht und was, die führen super. Also es ist eine viel höhere Identifikation mit dem Verein hier in Hannover vorhanden als in manch anderer Stadt, vielleicht auch in der Bundesliga. Und was sieht man? Die Krone auf der Kutsche. Der Schwabe Rangnick in Niedersachsens Landeshauptstadt. Am Anfang konnte er sich das nur schwer vorstellen. Also als der erste Anruf kam, muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich nur aus reinem Respekt oder anders ausgedrückt, ich wollte nicht respektlos sein und gleich sagen, wir brauchen uns eigentlich gar nicht treffen. Ich denke, das tut man einfach nicht in der Branche, aber dass ich wirklich überhaupt einen Termin vereinbart habe, hatte damals aus meiner Sicht noch keinen ernsten Hintergrund. Wir haben uns dann einfach mal getroffen, uns ausgetauscht. Ich war damals gerade eine Woche in Amsterdam bei Ajax, um dort einfach mal so ein bisschen auch für die eigene Fortbildung etwas zu tun. Und bin dann, glaube ich, aus Amsterdam hierher geflogen, um dann mich am Nachmittag mit den Verantwortlichen zu treffen. Und eigentlich erst die Folge dieses Gesprächs hat dazu geführt, dass ich mich dann überhaupt erstmal angefangen habe, damit auch gedanklich auseinanderzusetzen. Im vergangenen Mai war es dann soweit. Hannover hatte einen neuen Trainer. Pressetermin für Ralf Rangnick. Stolz wird der Öffentlichkeit ein großer Name präsentiert. Ein Mann mit Erstligaerfahrung aus Ulm und Stuttgart. In 2 bis 3 Jahren soll er Hannover 96 in die erste Liga führen. Mit dabei im neuen Führungstrio auf Wunsch von Rangnick ein alter 96er. Vielleicht klappt es dann irgendwann mal. Wir haben Franz Gerber als Sportdirektor dazu geholt, weil ich einfach auch da der Überzeugung war, dass er zusammen mit mir, dass dieses gemeinsame Know-how zusammenpassen kann. Und er natürlich auch als alter Hannoveraner hier die Szene gut kennt und mir da natürlich auch als jemand, der doch völlig neu hierher kommt, den einen oder anderen Tipp geben kann. Was vielversprechend klang, war dem Präsidenten von Beginn an nicht wirklich recht. Spätestens seit Gerbers Engagement im Wechselpoker um Sebastian Kehl war sein Job als Sportdirektor stark gefährdet. Und Franz Gerber gilt. Ich denke, Franz Gerber hat auf jeden Fall hohe Verdienste in der Vergangenheit für Hannover 96. Er ist ein Sympathieträger. Aber er hat natürlich auch Schwerpunkte seiner Tätigkeit, die sicher differenziert zu beurteilen sind. Darüber werden wir mit ihm mal Gespräche führen und wir werden sehen, wie die Zukunft sich darstellen wird. Kurz nach Weihnachten dann das Aus für Gerber. Sportlich unbestritten ein absoluter Fachmann, aber das Kehlgeschäft war ein Job zu viel. Der eine muss gehen, der andere lebt in Hannover richtig auf. Innerhalb eines halben Jahres hat sich Ralf Rangnick fest etabliert mit seiner Vorstellung, wie Fußball gespielt oder nicht gespielt wird. Seit Jahren gilt er als Intellektueller unter den Fußballtrainern. Ein Image, das er nicht gerade liebt. Tatsache ist, dass es wohl wenige gibt, die sich über Fußballtaktik so viele Gedanken machen wie er. Beispiel der zweite Ball. Was ist denn das? Was der zweite Ball ist?
Ja, das ist im Prinzip der Ball, den man, nachdem man den ersten Ball abgespielt hat, den dann vielleicht zunächst mal die gegnerische Mannschaft abwehrt. Und dann geht es ja darum, wer kriegt ihn dann? Ja? Wenn man nicht nachsetzt, dann hat die Mannschaft des Gegners vielleicht nicht nur den ersten Ball abgewehrt, sondern kann dann mit diesem Ball dann auch weiterspielen. Und uns geht es dann eben auch immer wieder darum, dass man gerade diese zweiten Bälle, um die es dann geht, wieder gewinnt und selbst dann wieder in Ballnähe Überzahl hat. Was am Ende offensichtlich zu vielen Toren und Siegen führt. 18 Ligaspiele, 11 Siege, 7 Unentschieden, keine einzige Niederlage. 52 Tore, so viele wie keine andere deutsche Profimannschaft. Die Kundschaft ist zufrieden. Wir machen das natürlich auch für unsere Fans im Stadion. Und die Fans, denke ich, haben das inzwischen auch erkannt und honoriert. Nicht nur, indem sie zahlreich kommen, sondern indem sie auch in Spielen, in denen es schwer wird oder indem wir auch schwer in die Gänge kommen, wie gegen Bielefeld, das spüren und der Mannschaft dann eben einfach auch helfen, wieder in die Gänge zu kommen. Bielefeld führte im Niedersachsenstadion 4:3. Die erste Saisonniederlage schien gekommen. Doch wo früher gepfiffen wurde, wird jetzt noch einmal angefeuert. Die 90. Minute, Elfmeter, Ausgleich, Schimak, wieder mal der Star. Doch Trainer und Fans sehen ein geschlossen, starkes Team. So ein Schimak ist einer. Ich denke mal an Kruppi und Altin Lala. Da redet noch keiner groß drüber. Und wenn ich mir den Zuraff angucke, der geht seinen Weg. Den habe ich gegen Bielefeld, ist er ja aufgelaufen. Da war vollkommen richtig, was er gemacht hat. Hinten die Bude zu. Bloß, dass die aus der Kabine rauskommen und sagen, hier, da steht ein Tor, da dürft ihr noch mal reinschießen. Das war natürlich das Schlimmste, was passieren durfte. Aber wenn ich denn den Zuraff gesehen habe, wie der da abgeräumt hat, habe ich gesagt, das wird was. Und auch in Duisburg hat er ja auch gespielt, für Linke, hinten drin. Bei dem kam doch keiner durch. Und vorne ging einiges. 6:2 in Duisburg. Der höchste Auswärtssieg seit 20 Jahren. Mit einem Tor von Jan Schimak, das so nicht viele schießen. Wenn ich an Jans Tor in Duisburg denke, da standen wir eigentlich alle mit großen Augen draußen, so wie ein Kind, das zum ersten Mal das Christkind sieht. Und das macht das Ganze natürlich auch spannend. Auf der anderen Seite ist es auch ein tolles Gefühl, wenn man wie in Duisburg auch 2 Tore schießt aus Standardsituationen, mit denen man sich am Tag vorher und auch am Spieltag selbst noch mal eine Dreiviertelstunde auseinandergesetzt hat. Und das gibt aber auch den Spielern wieder ein tolles Gefühl, wenn dann der Spieler auch rausguckt und zum Trainer macht, hast du gesehen, das haben wir heute Morgen gemacht. Der ganze Stolz der Goldmanns, Hannovers älteste Fanfahne. Also diese Fahne hier, die wurde genäht 1968 von meiner Mutter. Die ist damals 4 Meter lang gewesen. Da bin ich mit nach Nürnberg gefahren. Das war mein Auswärtsspiel von meinem ersten Gesellenlohn. Und in dem Jahr wurde auch der Club Deutscher Meister unter Max Merkel noch. Und da habe ich die mitgenommen. Und hinterher habe ich gesagt, Mensch, die kannst du gar nicht halten, die ist zu lang, da müssen wir 1 Meter abschneiden. Und dann bin ich mit dieser Fahne losgefahren. Jahrelang. Wie die alte Grünwalder Straße erlebt. Die hat den Hamburger Volkspark erlebt, die hat das Waldstadion erlebt. Berlin, Düsseldorf, hier sind sogar Leute her, also Jungs hergekommen, die haben gesagt, du, wir wollen mal nach Außerfahrt fahren, können wir deine Fahne mitnehmen. Ich habe es denen immer hingegeben, ich sage, nur wiederbringen. Ich weiß, dass die Fans die Emotionen Fußball sind. Und diese Entwicklung auch in Hannover nur möglich ist, wenn wir diese Fans haben, wenn wir sie erreichen und wenn wir ihre Zahl deutlich erhöhen. Dann haben wir, denke ich, haben wir gute Chancen. Also ich bin damals mit derjenige gewesen, der in Hannover die Nebelhörner eingeführt hatte. Die gab es damals bei Feuerschutzbode. Das sind so eine Dinger, die Hamburger hatten die schon. Die Nürnberger hatten sogar noch etwas andere. Die waren etwas länger und etwas größer im Durchmesser. Die hatten einen etwas tieferen Ton. Und wir haben damals die Nebelhörner gehabt. Und das ging 2 Jahre wohl damit. Und dann war das Nebelhorn nicht mehr gut genug. Dann bin ich wieder nach Hannover gefahren und ich weiß den Preis noch für 45 Mark. Laut Katalog sollte das Ding damals 80 kosten. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht hinkommen, das muss irgendwo was Verkehrtes sein. Da habe ich die 4-Klang-Fanfare für 45